Ja, hey, willkommen. Mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge wurden wir zu offiziellen Agenten für Spyros hier, ja, ernannt. Sehr schön, oder? Wir haben jetzt die Aufgabe, diese, boah, wie hießen die Dinger jetzt nochmal? Ich habe schon wieder direkt vergessen, ne? Diese Zeitlöcher oder was weiß ich, was das ist. Also diese Matrixen, die wir andauernd gefangen worden sind. Diese sollen wir als Agenten jetzt irgendwie vernichten, weil es irgendwie Parasiten für diese Welt sind. Und Julius soll in irgend so einer Welt irgendwie gefangen worden sein. Und wir werden wahrscheinlich noch sehr viel mehr erfahren im Trainingszentrum oder Ausbildungszentrum, was, nehme ich mal an, hoffentlich hier ist. Weil da sollen wir hin. Es soll ja irgendwie im Untergeschoss sein, also mal gucken. So. Erstmal gucken wir uns wieder hier um, ne? Unterirdische Trainingsanlage. Wenn nicht irgendwie so ein Schatz einfach so rumliegt, ey. Ein bisschen blöd. Du sahst jetzt aus wie Balen irgendwie vom Weiten. Heute überhaupt nicht so aus, als wäre. So, ich finde ja keine versteckten Schätze. Vielleicht habe ich auch nicht gut genug nachgeguckt, egal. So, Trainingszentrum, das klingt doch schon sehr gut. Wir haben immer noch keinen Heiler. Also Elise ist jetzt gerade verhindert. Agentenausbildungszentrum. Never thought something like this would be down here. Must have cost Spurious a pretty penny. Ohne Witz, das sieht aus wie so eine Bonus-Dungeon irgendwie. Eine typische Tales of Bonus-Dungeon. Gucken wir, was uns hier erwartet. Okay. Das ist Story relevant, also naja. Da unten ist er. Okay. Stimmt. In der letzten Folge haben wir so einen Code auch noch mitbekommen. Kann ich auch bewegen? Nö. Ja, habe ich mir immer noch aufgeschrieben, der liegt hier auch. Ich weiß zwar nicht, wofür wir ihn brauchen, aber wenn wir ihn brauchen, dann haben wir ihn. So, dann sag mal, was Tacheles ist. Steel yourself, Agent. I wish we could ease into this, but time is of the essence. You'll have to train the hard way. Actual combat. Hey, die Viecher kenne ich doch. Don't interfere. Soll ich das Viech gegen das wir kämpfen mussten? In der Prüfung ganz am Anfang? Welches des Kampfes? Ja. Oh, da unten rechts haben wir was. Wenn die Chromatus-Anzeige ausreichend gefüllt ist, dann drücke L3 und R3, um dich zu verwandeln. Oh geil. Was zum? Wenn die Chromatus-Anzeige ganz voll ist, kannst du dich jederzeit unabhängig von deinem Zustand verwandeln. Selbst wenn du zu Boden gegangen bist, taumelst oder ein Treffer eingesteckt ist, ist eine Verwandlung möglich. Nur ein Angriff mit X zur Serie machst, kannst du Kreisdrücken, um mächtige Techniken anzuwenden. Du Scheiße. Mein Gott, ich drück nur X bis jetzt. Okay. Du Scheiße. Mein Gott. Warte mal. Alter, diese Techniken sind nur möglich, wenn du dich im vermeintlichen Zustand befindest. Das ist mir klar. Genaue Art der Angriffstechnik war von auf, wie hoch die Kombo ist, die du mit X erreicht hast. Ach. Drücke X-Kreis, um einen machtvollen Schwung auszuführen. Okay. Drücke XX-Kreis, um Hexentiers anzuwenden. Okay, warte mal, gib mir etwas Zeit. Muss man so richtig abstimmen auch noch. Ich
Drücke Kreis und bewege den linken Analog in verschiedene Richtungen auf unterschiedliche Art anzugreifen. Ja, voll krank. Warum habt ihr euch meinen Schaden angesehen, ey? Die Chromarzt-Anzeige leert sich stetig und bei Schäden, die du erleidest. Achte also auf die Zeit und deine Deckung. Du Scheiße! Ergebnis wurden in verwandelndem Zustand. Durch das Aktivieren bestimmter Fertigkeiten kannst du nach Kämpfen, bei denen du dich mittels Chromatus verwandelt hast, mehrere Elementals erhalten. Oh, das ist mal schön. That's enough for now. Still no match for Julius, though. So that's a Chromatus. Where'd Luger learn that trick? It's a family trait. He's one of Kresnik's descendants. See his watch? It's a Kresnik heirloom, passed down for generations. It's the key to the transformation. Though it would seem Julius has been using yours all this time. That's not Luger's. It's my daddy's. We're talking about Kresnik, the Genesis. Wir beachten El irgendwie gar nicht. Wielded the Lance of Will? The Sage Kresnik? Yes, I seem to recall that name from Rize Maxian legend. So the tale is different here in Olympias? If Kresnik wasn't a sage, what was he? A wretched plaything for the spirits. They granted... No, they cursed the Kresnik line with the Chromatus. But Kresnik's curse is humanity's weapon. And you, Luger, will master it. I will contact you when we detect a new fractured dimension. Splitterdimension. Rest up. Komme ich auf Zeit irgendwie was? Look, Luger, I really hate to bring this up, but you've been neglecting your loan payments lately. Nobody likes a financial deadbeat. So much for resting up. Okay. Da war nicht schwer, fand ich. Da war sogar richtig locker. Jedes Kapitel. Warum könnte ich jedes Kapitel so sein? Ludger ist nun aus verschiedenen Gründen ein Spirus-Agent geworden, aber es muss trotzdem noch einen seine Schulden mit abbezahlen. Wie wäre es denn mal, Gegenden von Riese Maxia zu besuchen, in denen du noch nicht warst und dabei an der Tilgung deiner Schulden zu arbeiten? Du hast folgende Fertigkeiten gelernt, die im verwandelten Zustand benutzt werden können. Kresnik und Geschwindigkeitsbeute. Sie können die Dauer deiner Verwandlung erhöhen und die Effektivität der Allium-Kugel steigern. Also vergiss nicht, sie im Menü auszuwählen und sie zu benutzen. Okay. Sehr schön. Ja. Oh, Elise und Rowan, ihr seid auch wieder da. So, zeig mal. Kresnik. Verwandlungsdauer wird um 5 Sekunden verlängert. Jo, nehmen wir mal. Und was war noch? Geschwindigkeitsbeute. Wird ein Geschwindigkeitsgegner in der Verwandlungsstufe 1 besiegt, als zu zweimal Inventar als. Ja. Es ist leichter mit normalen Vorschlag, immer Angriff magische Krankheiten zu verursachen. Okay. Ja, nehmen wir mal. Ich dachte, wir in der Technik. Warte, ja, irgendwas anderes gelernt? Nee, ne. Genau, der Katze. Eine zielstrebige Frau. You're really obsessed with that place, aren't you? What's wrong with that? I've got a one-track mind. You do? Tja, ich schätze, da ist was dran. Weißt du überhaupt, was das heißt? Hm. Sometimes you shouldn't pursue things too intently. Like how a woman can stifle a man with too much attention, when in reality he just needs a little space to sow his wild oats. Alvin? You're telling this to a child? You want to know what my daddy says? Don't ask anyone for anything that you wouldn't be willing to give them yourself. Oh. Yeah, huh? He's right. That was always my problem. What? Right? You sure love your daddy. I don't love
him that much. But he really seems to like me. So, I gotta keep the promise I made to him, no matter what. Alles klar. Ich habe schon wieder eine Theorien, aber warten wir erstmal. So, ich muss vor 50.000. Das ist viel Geld. Just a moment. I almost forgot to give you your world map. It's oh, jawohl. For all DODA agents. Können wir uns überall hin teleportieren, bitte? In your pursuit of Director Pardon me, the former Director Kresnik. Können wir uns jetzt hin teleportieren, wo wir wollen? Bitte. In dem Ort, an dem du bereits warst, werden dort eingetragen. Wenn du hier deinen gewünschten Reiseziel auswählst, kannst du dich sofort dorthin teleportieren. Ist das nicht toll? Ja! Das ist sehr toll! Oh, ist das schön! Oh, ist das schön! Boah, ich könnte jemanden knutschen, du Lady, komm her! Okay. Warte mal, Katze ist zurückgekehrt, glaube ich, ne? Ey! Wo fehlt uns denn noch eine Katze? Schrödinger. Hier fehlen uns noch viele. Kann man bestimmt so finden. Das hoffe ich für dich auch. Ja, und nun? Ich habe kaum Geld. Okay. Dann gehen wir mal zum lokalen Questschalter und lassen uns irgendwie Aufträge geben, die wir hoffentlich erledigen können. Weil wir Geld brauchen. Schon wieder. Ja. Okay. Was gibt's denn jetzt zu tun? Elite Monster, du mich auch. Okay. Du scheinst nicht so stark zu sein. Ort, Frage sein. Was ist das denn für ein... So, warte mal hier. Els Habseligkeiten. Objektsphäre. Flamme, da hört sich noch der Dings an. Müssen wir zum Mila schreien. Gallia-Fahrt, ja, Kera. So, wir haben viele Dinge im Gallia-Fahrt. Ist immer noch nicht, wo man das findet. So, den kann man mal abbrechen. Das auch. Ich habe keine Ahnung, wo man das findet. So, und das kommt ja immer wieder hier aufgelistet. Also, so, wir haben ein, warte mal, Kijara-Fälle. Ach, das können wir mal abgeben. So, das können wir abgeben. Was kann man nicht? Ah! 1, 2, 3. Okay, gehen wir mal zum Gallia-Pfad. Und schauen uns da mal um. Ist hier irgendwas? Wir müssen ja nur... Ich brauche erstmal so ein verdammtes Siegel. Alles klar, dann. Ich wollte mal mit Leia steuern. Na. Okay, Leia, Rowan. Ja, nehmen wir euch. So, dann müssen wir jetzt nach Gallia. Da ist was zu tun. Jetzt nicht. Wo ist Gallia? Wo kann ich nach Risomexia, genau. Namil ist was zu erledigen. Sehr schön. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Gallia-Pfad wäre, ey. So, ich hoffe, ich löse nicht direkt irgendwie was aus oder so. Okay, Elise. Ich komme später auf dich zurück. Keine Sorge. Aber ich brauche erstmal wieder Geld. Wie für alles andere. So, dann gehen wir mal erstmal hier weiter. Ich weiß nicht, was da für ein Gebiet ist, aber gehen wir mal da in Hallea. Da ist der Gallia-Pfad, perfekt. Schnetzen wir mal alles Mögliche erstmal. Weil wir brauchen Zeugs, wie immer. Du, komm her. Verdammt. So, komm her. Na, na. Na, na. Sehr schön. Oh, andere Kampfmusik, was? Aua.
Mein Gott, was hat denn für ein Angriff? Wow, was? Was für Angriffe? Was? Mein Gott, wie viel Geld wir hier bekommen. Der ist Fähigkeit, Stabverlängerung. Nachdem Leia einen feindlichen Angriff mit einem Rückwärtsschritt ausgewichen ist, schimmert ihr Stab in einem weißen Licht, das den Stab für bestimmte Zeit verlängert. Solange sie sich in diesem Zustand befindet, kann sie auf größere Entfernung kämpfen. Sehr schön. Wir bekommen nur ein Bonus-Elementar. Also ich krieg die Krise. So. Ja. So, ich will Leia steuern. Nimm das jetzt mit, auch wenn wir es schon haben. So, komm her. Okay, das scheint es gemacht zu haben. Ja, sieht aus wie Tempest irgendwie. Mein Gott, hat sie Killerangriffe irgendwie. Wahrscheinlich werde ich hier Stabverlängerung irgendwie offscreen bisschen einsetzen wegen dem Titel und so. Auch da kann das leider nicht gemeldet werden, ja, aber ich gucke mich hier noch ein bisschen um. 200 Gold. Oh, stimmt, wir brauchen auch, glaube ich, Geld für neue Klamotten und so, ne? Geh weg. Okay, dieses Ding wird schneller aufgefüllt aus irgendeinem Grund. Hör auf, Mann. Bewegt hier voll aus der Karte raus. Ich möchte mal Stabverlängerung machen. Ich krieg das irgendwie nie hin. Zack. Wer hätte das gedacht? So, komm her. Ey. Ändern der Kampfkamera. Wenn du bei öffnen Kampf, die Kampfkamera werde ich nie ändern. Weil die ist perfekt so. Ja, ich möchte gerne diesen Ort hier ein bisschen erkunden. Gegen alles kämpfen, was mir in die Quere kommt. Oh, die ganz alte Musik von früher. Sehr schön. Mein Gott, haben wir viele Wildgrasse an. So, Elementarerz. 5 Stück. Ich will natürlich alles mögliche einsacken, was wir hier finden. Warte mal, Dingens brauche ich wieder. Zack, so. Wenn wir nur ein oder zwei dazu bekommen, was ein bisschen blöd ist. Okay, wenn ich mal wüsste, wie dieses Ding steigt irgendwie. Na? Kein Bock zu kämpfen. Aber irgendwie greift sie viel schneller an als in Dingens. Im ersten Teil. Was zum Verwandlung Teil 1. Wenn die Koma-Stats-Anzeige auf Stufe 1 steht, kann Luca sich verwandeln. Bla 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 bla. Auto hört eine defensive Fähigkeit und verhindert, dass sie Feindschaften durchs Taumeln bringen. Wenn du es mit mächtigen Gegnern zulässt, zum Zeitpunkt der Verwandlung werden gegnerische Arts abgebrochen. Eine Verwandlung kann also hilfreich sein, wenn du Verbündeten Ärger haben. Spezialangriff im Verwandelzustand. Okay, was? Okay, schnelles Wirken, das ist sehr schön. Ich auch gerne schon mal ausrüsten. Okay. Ha! So, wie sieht's denn hier aus? Ja, das mal erstmal. Lassen wir erstmal alles so, damit das hier ein bisschen schneller vorangeht. War da auch noch was? Hab ich doch gerade gesehen, oder? Nee, okay. Da. Einfach aussammeln. Da, Truhe. Habe ich genau gesehen. Und schön viel Geld wieder, danke. Wie viel haben wir jetzt? 9000. Ich glaube, Geld wird ja echt kein Thema sein. Wir bekommen genug Geld. Na, komm mal her. Du auch. Deine Freunde auch. So. Ach, oh.
mal Stab. Na, ich dachte, mach ich auf Screen. Weil wir noch so begrenzt wenig Angriffe haben, meiner Meinung nach. Oh mein Gott, Elise, was zum Teufel? Ich dachte die ganze Zeit, wir fegen alles weg. Mein Gott. Oh mein Gott, was ist los? Warum frecken alle? Fuck. Warum frecken alle? Ich dachte, wir sind ja gerade voll locker am Gewinnen. Warum? Okay. Oha. Ludger, hilf mir. Wir sind aus irgendeinem Grund hier am Frecken. Wo wir die ganze Zeit hier alles weghauen. So. Oha. Na, warte du. Ma. Wir sind doch die ganze Zeit hier am Gewinn gewesen. Warum kann sie nicht schon die geilen Angriffe haben aus dem ersten Teil? Schade. Okay, ich hätte vielleicht doch nicht in zwei Gegnern auf einmal reinrennen sollen, so jetzt wo ich so darüber nachdenke. Mal Hilfe! Elise, du kannst ruhig ein Dingens nehmen. Bin ja nicht böse, keine Sorge. Oh, wow. Mein Gott, ey. Ich hätte vielleicht das Dingens mal einsetzen sollen, ich Idiot, ne? Na, warte du! Ich hatte irgendwie die ganze Zeit so geführt, wir voll überpowered sind. Dann passiert wieder so ein Dreck. Wie sieht es überhaupt hier mit meinen Dings aus? Meinen Ereignissen. Insektenpflanze. Bist du eine Insektenpflanze? Einfach strunzdumm da reingelaufen. So. Und er wechselt die ganze Zeit die Waffen. Sehr schön. So, jetzt mal ein bisschen Tipo-Verschiebung ein, damit du MP dazu bekommst und Roan auch. Einfach L3 gedrückt halten. Sehr schön. So, und schon haben wir wieder voll AP. So muss das. TP. Machtladung 2. Wo ist das? Sag mal. Außerdem sind wir nächstes Mal Portfahr. Nein. Also nicht, wechselt mal ein bisschen was, oder? Nee, lass mal erstmal. So, ich muss doch immer noch gegen das Viecher kämpfen, oder? Die Viecher muss ich töten. Und zack. Richtig schöner Rundumangriff, finde ich. Gucken wir mal ein bisschen mit Roan kämpfen, finde ich. Ding, 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 ding.
Ja, damit ihn hat er noch gar kein Herzchen, glaube ich. Die Fertigkeiten Machtladung 2. Wenn du es dir gelingt, eine Abwehr nach der Aktivierung der Fertigkeit Machtladung 2 für 2 Sekunden aufrechtzuerhalten, dann wird der erste Schlag des nächsten Angriffs ein Powertreffer. Okay. Ironischerweise hat sie jetzt auch Machtladung 2 bekommen. So, noch ein Auftrag ist alles erledigt. Oh, geil. Das wird ob hier auch irgendwo Katzen sind, in Riesemax hier. Dann schauen wir noch mal hier ein bisschen. Gehen wir schon mal zum nächsten Gebiet, einfach so, weil wir es können. Stay back! Okay, gehen wir schon mal. Ich finde das so schön, dass wir uns jetzt teleportieren können. Und dann. Weiß ich nicht. Hier. Mein Gott, ich bin da voll vorbeigelaufen. So, Erledigung melden. Katsching. Und Katsching. Sehr schön. Und noch irgendwas, was wir abgeben können oder so. Sehr schön. Menge 2, aktuell 0. Deine Katze ist zurückgekehrt, okay. Und direkt wieder rein. So, da möchte ich mal kurz gucken, gibt es hier einen Waffenshop? Ja. Vielleicht kriegen wir ja mal halt eine Sekunde. Ich dachte ja, wenn eine Katze drin, verdammt. Könnte ich auch Hühner einfach zurückbringen, das ist glaube ich ein bisschen einfach. So, neue Waffen, die wären jetzt nicht schlecht. Scheiß auf unsere Schulden, ich brauche mal neue Waffen. So, erstmal das hier, dann. Ach, dafür müssen wir auch alles kaufen, stimmt. Das hier, dann das hier, dann das hier. Ja. 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 Jetzt jeder direkt ausgerüstet mit seinen Sachen. Ja, jeder ist direkt ausgerüstet. Sehr schön. So muss das. So, können wir eine Ausrüstung, Rüstung kaufen irgendwo. Da können wir irgendwas herstellen, meine ich. Egal, brauchen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, wir suchen den nächstgelegenen Speicherpunkt und dann werden wir entweder hier Mission oder die Mission in Duval machen. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.